80 Minuten Stein und für Silja geht es da um das Sprachproblem. Egal was kommt, gut sowieso. Immer geht nur neue Türe auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es ist gut sowieso. Egal was kommt, gut sowieso. Immer geht nur neue Türe auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es ist gut sowieso. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt, egal was ich tue. Oh, 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 oh. Thank you.
Annalena Schaaf hält ihre Zuergebnis von 29 Punkten ohne Strafminute innerhalb der erlaubten Zeit. Ein Bitte hier. Dark Desire über 15. Von Kati, 21a, Weidestufen über 15. Der Stadt Langenhagen. Da geht es bis zu 1164 Leistungspunkten. Jetzt wird der erste Platz verkündet. So, Fräulein Frieda ist da auf dem ersten Platz, die 114, geritten von Brandon Schäfer-Gerau. Total 28,40. Herzlichen Glückwunsch. Erfolg eines langen Tages. Oder besser gesagt, zwei langer Tage. Erst die Dressur, dann das Springen, dann das wunderbare Gelände. Und dann ist Fräulein Frieda vorn und Brandon Schäfer-Gerau. Glückwunsch! So, es gibt auch einen tollen Ehrenpreis, nämlich Maßstiefel und Schabracke von Iris und Ralf Altländer. Das sind die, die hier den Obstverkauf machen, also vielleicht nochmal eine Kiste Äpfel kaufen. Dann gibt es von Derby einen Eimer mit verschiedenen Pflegemitteln und Leckerlis. Und außerdem, wir hatten das heute schon mal, der Pfleger des Reiters erhält die Karten für den Agravis Cup in Oldenburg von Derby. Die Personen sind herzlich zum Sektumfang um 18 Uhr beim Agravis Cup in Oldenburg eingeladen. Ja, tolle Sache. Alles für den Ersten in dieser ersten Abteilung der Zwei-Sterne-Prüfung. Zweiter Platz. Feritel und Anna-Lena Schaaf, 29, also 0,6 dahinter. Knapper Ausgang. Glückwunsch an Anna-Lena. So, es gibt einen Ehrenpreis und zwar gegeben vom Landmaschinenhändler Wunderlich aus Langenhagen. Eine Schermaschine und natürlich der obligatorische Derby-Eimer. Platz 3, Scotch, geritten von Simone Boye, 29,9. Nach ebenfalls zwei langen Tagen der dritte Platz. Ehrenpreis, ein Gutschein von Horse und Reiter in Höhe von 50 Euro und der Derby-Eimer. Vierter Platz für die 307 Replay und Lia Masur, 31,10. Gratulation. Ein Crema-Gutschein in Höhe von 40 Euro gibt es als Ehrenpreis. Platz 5. Lega Artis, geritten von Dr. Marc Dahlkamp, 31,8 auf dem fünften Platz.
Ehrenpreis eine Abschwitzdecke von R&V Versicherung. Sechster Platz. Kubis und Marie-Sophie Zauber. 32,3 das Endergebnis. Ja, gerne.